Nein, noch nicht. Noch nicht. Bei wie viel Hengsten schon? 586. Okay. So. So, das haben wir. Jetzt aber. Jetzt Tankstelle. So. Tankstelle, direkt mal das Auto voll machen. Bei Laufen will ich den Weg nicht. Ich bin irgendwie trotz alledem der Meinung, dass ich 5 Kanister gekauft habe, aber ich habe nur 4. Hast du alle aufs Auto geladen? Ich hoffe. Deshalb bin ich mir so unsicher. Aber da stand nichts mehr. Aber egal. 4 Stück reichen auch erstmal. So, dann haben wir das nämlich. Voll bepackt mit schönen Sachen. Bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Nee, ich habe schöne Doch, Sachen. hinein ins Weekend-Feeling. Ja, das will ich doch gar nicht singen. Mach mein eigenes Lied. Es hat seine Joghurt. Ja, siehst du, ich habe keinen Joghurt. Habe schöne Sachen. Wenn ich nichts verliere unterwegs. Bei meiner Stapelkunst habe ich immer Angst, dass ich irgendwie die Hälfte verliere. So. So macht das Spaß, wenn man mal so ein paar Nuggets gefunden hat. Jetzt kenne ich dein Gefühl. Ja, warte ab. Was denn? Wenn du den Bagger hast, dann kannst du eigentlich auf das Gefühl verzichten. Hast einen Albtraum im Bagger, kann das sein? Ja. Also der Bagger hat mich geprägt. The Bagger Nightmare, Oh ja. hä? So. Dumm. Bloß keine Fahrfehler machen hier. Bloß keine Fahrfehler machen. Komm, den Berg, den schaffen wir. Den schaffen wir. Wartet mal kurz, ich will mal. Autsch. Das zum Thema Fahrfehler machen. Hallo? Hallo. Oh, wei, wei, das wird jetzt was. So. Wie fangen wir denn am besten an? Kanister. Ja, ist ja gut, was ist das denn? Wir nehmen das einfach auf. Wollte ich doch gar nicht. Kanister. Die stellen wir mal hier hin. Hier war noch irgendwo ein Kanister. Wo soll er hin? Also, komm her jetzt. Kommen Sie hier, Kanister. Kommen Sie her. Dann. Ja, ist ja gut. Zack. Das Ding stelle ich jetzt mal hier hin. Was ist das? Kleine Dieselwasserpumpe. Warum geht denn das immer auf?
Traum. Oh, geht echt immer auf. So, tun wir direkt mal alles hier vorne hin. Jetzt machen wir alles hier weg. Kommt hier rüber. Und da Dinge auch. Waschen tun wir dann ab sofort hier drüben. So. Oh, Ding ist was rausgefallen. Rein damit. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Anschluss. Zack. Ah, siehst du, da fehlt mir noch was. Obwohl, wir haben hier zwei Anschlüsse, sehe ich gerade. Jetzt schmeißen wir mal hier hin. Da dran. So. Man kann sogar einen Wasserschlauch. Ach nein. Stimmt ja, da brauchte ich ja das andere Ding. Verzeihung, ich war komplett gemutet gerade, ne? Oh, warum? Was ist passiert? Keine Ahnung. Also, wenn es klingelt, bin ich mal ganz kurz AFK. Ich glaube, das meinte eben Gugner. Scheiße. Die Pen da mit dem Wasseranschluss, ne? Jetzt weiß ich, was du meintest. Ah. Scheiße. So, warte mal, hier ist jetzt ein Wasseranschluss. Das Ding jetzt durch das mal hier rüber. Ich dachte, wenn es klingelt, bin ich mal ganz kurz weg. Jo. Hab mir eine Pizza bestellt. Was? Gibt's doch gar nicht. Hunger. Nein, nicht ins Wasser fallen. So, Anschluss, Wasser. Diesmal habe ich mir eine Pizza Hawaii. Ui. Ja, ey, so unverschämt mittlerweile, ja. Also, ja, nicht nur Mindestbestellwert halt 7,90 Euro, die Pizza kostet 7,80 Euro. Ja. Ne? Das ist schon ein bisschen scheiße so, ne? Und muss er denn quasi eine Zusatz, also muss er irgendwas mehr drauf machen? Ja, ja. Habe ich jetzt Ananas, extra Ananas für 1,50 Euro. Okay. Extra Ananas. Könnte ich mir hier zu Hause auch extra drauf machen, weißt du, wie ich meine? Wenn hier einer Ananas macht. Tja, was soll man dazu sagen, Schatz? Und, das ist richtig. Ja. Und Hinterschinken, den Schinken, ja, dafür wollen sie gleich mal 2 Euro extra. Gut. So viel bezahlst du noch nicht mal für das Paket Schinken im Laden, weißt du? Okay, ja, das ist schon krass. So, voll machen. Voll machen. Das ist aber meistens so, ne? Das ist so kalkuliert, dass du auf jeden Fall 2 Sachen machen musst, ne? Das ist irre. Das geht mir ja mal so
dermaßen auf den Sack. Das haben wir, Strom haben wir. Ja, dann muss ich doch noch mal in die Stadt jetzt. Da muss ich wohl doch noch mal in die Stadt. Kann ich eigentlich auch hier hinlegen. So. So. Na komm her, Wasserfilter. Die springe ich aber rein. Du bist so klein, du rollst bestimmt weg. Zack. So, jetzt überlegen. Jetzt muss ich überlegen. So, die schippen wir hier schon mal voll, die Eimer. Schüpp, schüpp, schüpp. So, dann haben wir die schon mal vorbereitet. Dann fahre ich wirklich noch mal in die Stadt. Die kann ich ja eigentlich. Den kann ich ja eigentlich hier oben stehen lassen. Oh ne, den fahre ich in das Lager rein. Ja, auf geht's nochmal in die Stadt. Aber dieses Mal bin ich nicht so unter Zeitdruck wegen der Pacht und so, dass ich im Minus bin und sowas. Ah, herrlich. So ist das doch schön. Aber ich habe jetzt schon, oh, also zumindest habe ich das jetzt, glaube ich, gerade nicht so wirklich mitgekriegt, ob ich hier noch mal ein Nugget gefunden habe oder nicht. Okay. Warum, wo hängst du jetzt momentan mit dem Goldstand? 675. Okay. Und 675. So. Warte mal, das war. Und Matten brauche ich ja eigentlich nicht, die kann ich ja direkt auswaschen. Das brauche ich. Haben wir hier Wassertank.
Immer ein paar Eimer mit. Kann man nie genug haben, ne? Stich. So, jetzt habe ich das Ding für die Pumpen. Also ich muss morgen eigentlich auch jetzt gerade Bescheid bekommen, bei Zeiten aufstehen. Okay. Warum, was hast du denn für Pläne? Wir holen morgen noch Tanne für Leica. Ah, okay. Ja, dann auf jeden Fall zeitlich aufstehen. Ne? Und auch so, was wir bei Leica so schön drauflegen können. Ja. Ein schönes Engelchen oder so. Doch. Ja, so ein Gesteck, weißt du? Ja. So ein Tannengesteck. Achso. Dum-di-dum-di-du. Ui, warum ist denn vorne die Motorhaube auf? Gleich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich auch keine Lags, so außer wenn das Loading da halt ist, ne? Aber. Ja. Aber vorher war das ja, boah, das war ja bei der allerersten Aufnahme war das ja haarig. Waren ja richtig brutale Standbilder, ey. So, jetzt müsste ich aber normalerweise alles haben. Hoffe ich doch mal. Hoffe ich mal. Boah, ey, da bin ich hier reingedriftet. Ey, Mann, oh Mann. Ich pack mal andersrum. So, Motor aus. Und raus hier aus der Bude. Hey, mitnehmen das Teil. So. Zack. Das Teil kommt in den Kofferraum. Bring ich nachher ins Lager, behalten wir. Wir behalten alles. Wir sind ein Messi. So, dann brauchen wir hier Wasseranschluss. Einen Wasseranschluss brauchen wir. Oh, weil das Kabel liegt natürlich ganz unten. Habe ich. Klack. Und klack. So, braucht ihr das Teil noch was? Braucht ihr die Rinne noch was? Wasseranschluss und? Das war's, ne? So. Ruhig gucken. Starten wir mal das Teil hier, ne? Hat sie Permit war Ausrufezeichen oder Ausrufezeichen? Nee, Ausrufezeichen Permit müsste das sein. Oh. Warum? Da will jemand mal was posten. Ach, Sinn. Hoffe mal, ich habe jetzt richtig geschrieben. Ah. Gott. Geht? Natürlich. Bin so gut. Ich glaube, irgendwas habe ich vergessen.
Was habe ich vergessen? Wasseranschluss. Moment, hier Wasser kommt hier rein. Einmal da rein, einmal da rein. Strom auch dran. Hallo Meister Freddy, na, alles gut? So, hier irgendwas vergessen? Also wahrscheinlich. So was. Einrollen. Ach so. Okay, der Schlauch war falsch angeschlossen. Danke, Freddy. Gut, da war ja. Es war ja dann minimal richtig. Das ist schon mal schön. So, das läuft, das läuft. Kostet ein Bier. Ja, das kann man hin. Ach, den muss ich wahrscheinlich auch noch anschalten, ne? Ja. Hier kriegen wir hin. Zack. Wir müssen Gold machen. Ach nee. Gott, manche Nuggets sind so fucking klein, ja. Wie, wenn du die Meldung kriegst? Wenn du hier das Wasch. Was? Oh nee, Provision. Der Pacht. Fängt das jetzt schon wieder an. Heul nicht drum, kannst du leisten. Ja, endlich mal. So, warte mal. Solange das da berappelt, können wir ja hier so ein bisschen machen. Schippen wir mal ein bisschen. Oh, ist das schön, wenn man auch Nuggets kriegt, ey, das ist herrlich. Aber siehst du mal, wie das verbuggt war, wa? Das kann einem das Spiel echt richtig schwer machen. Ich hab's dir von Anfang an gesagt. Ja, ja, aber das kann einem das Spiel ja richtig schwer machen, dann, wenn das verbuggt ist. Ja, genauso wie der Bagger. Bagger ist genauso Der gute Bagger. Lass mich bitte Bagger in Ruhe.
Der Eimer ist voll. Juter Kant. So, komm, gib Nuggets. Welchen Fehler meinst du das mit den Nuggets oder was meinst du, Freddy? Weil wenn du den meinst, das war ich, der den Fehler hatte. Und ja, wir haben ja zigmal neu gestartet, weil wir halt immer an verschiedenen Tagen gespielt haben. Ne? Und ja, der Fehler ist bei mir leider nicht behoben worden. Aber mein Save ging letztes Mal gar nicht, also heute Morgen gar nicht mehr. Deshalb fangen wir ja überhaupt neu an. Ja, mit dem Bagger. Ach so, okay. Mit dem Bagger soll es auch ein Problem geben, Schatz. Was? Mit dem Bagger soll es auch ein Problem geben. Das ist ein Problem an sich. Ein Benutzerfehler. Nein. Kannst du ja mal nachher Stream gucken. 6 Stunden 31. Das ist nämlich für dich, mein Schatz. 6 Stunden 31? Nee, guck ich nicht. Das ist bestimmt negativ. Nein, ich zeig dir ein Herz. Ja. In Form eines Mittelfingers oder was? Maybe. Komm, das ist schon mal ein Anfang vom Herz, ne? Teil vom Herz. Ich bin jetzt bei 722, ist noch zu wenig, ist noch zu wenig. Wirklich hier weiter. So, ja, das läuft ja schon recht gut jetzt. Was auch ein bisschen besser machen könnten, wäre noch so das Laufen, so wenn du ein bisschen gebuddelt hast, dass du nicht immer springen musst. Ich hatte auch hier einen leeren Eimer. Zack. Sag mal was, mein Schatz. Ja, was soll ich denn sagen, Schatzi? Okay, danke. So, 4 Matten waren es, die in den Eimer können, ne? So. Holy shit. So, das haben wir. Ich könnte ja eigentlich erstmal... Warte mal, machen wir die mal aus hier. Machen wir erstmal hier weiter. Wir haben ja genug Eimer.
Machen wir erstmal die Eimer voll mit den Matten. Es läuft mit dem ganzen Newton-Zeug hier. Es läuft. Kann man diese Pen eigentlich auch noch ein bisschen erweitern, dass man weiter nach hinten kommt? Oder? Nee, nee. Gehe ich nicht davon aus. Das wird ja dennoch richtig rotzig, ne? Wenn alles kaputt geht. Oh ja. Yeah. Bei mir ist irgendwie immer alles gleichzeitig kaputt gegangen, keine Ahnung. Glückspilz. Wie viel Gold hast du? 784 Gramm. Du warst noch nicht wegbringen, ne? Nein. Hast du Eimer noch voll oder so? Was? Eimer mit Material? Ich bin noch beim Schippen, ja. Ah. Ja, meinst du, das vervielfältigt sich einfach so? Ja. Bei dir hat Luft und Liebe und hast dich gesehen? Ja, bei dir war das so beim letzten Mal. Ja, bei dir war das beim letzten Mal. Ah. Irgendwas war da bei dir letztes Mal. Da hast du gesagt, ich brauche Goldnugget. Zack, war er da. Ja, natürlich. Ja. Oh, ich habe auch einen gekriegt gerade. Ja, ich habe besser nichts gesagt. Intellent oder was? Ja, ich bin Intellent und hab Talent. Ja. Mein Schatz. Nee, mein Freundchen hat auch mit mir neu angefangen, weil mein Safe Game ja, wie gesagt, heute Morgen nicht mehr funktionierte. Konnte ich machen und tun, was ich wollte. Und da hat sie gesagt, wenn, dann fangen wir gemeinsam nochmal neu an. Jetzt war die dümmste Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber sie hat schon Bagger-Vorerfahrung.
Ja, dann ist das nochmal bei ca. 31 Unzen. Hören die Nuggets auf. Was heißt bei 31 Unzen? Ja. Wie hören die Nuggets auf? Hä? Warum sollen die Nuggets aufhören? Also werden drastisch weniger, sagt er. Die Nuggets sind dann alle zu mir gewandert. Ach, halt doch den Mund. Da findet sie nichts mehr. Sie müsste Gold im Wert von 40.000 Dollar haben. Findest du noch Nugget, Schatz? Oder selten? Sorry, ich habe war gemutet. Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann sein. Ich achte jetzt gerade gar nicht drauf, weil ich mich unterhalte. Ach so, so ein Blödsinn machst du also. Ja. Warum liegt denn da hinten ein Eimer? Wer hat gesagt, ich habe Gold im Wert von 40.000? Freddy hat das gesagt und deshalb würde es weniger werden mit Nuggets. Und was ist, wenn man das Geld dann ausgibt? Werden die dann wieder mehr? Macht denn der Eimer hier hinten? Nee. Hat den denn hier rüber geschmissen? Ich glaube. Ach, scheiß drauf, ich mache jetzt die zwei Eimer jetzt hier noch. Ja. 80 Gramm Nugget. Da hat sie wieder Glück. Merkst du, Freddy? Hat sie wieder Glück. Ach, nee, nee, 80 Gramm Nugget. Das war bestimmt meins. Muss mir rüberbringen. Laber doch nicht. Laber nicht. Halleluja. Warte mal, dann machen wir jetzt mal. Wollen wir das doch mal gleich wegbringen? Was hast du eigentlich bis jetzt alles gekauft? Ein Rütteltisch. Tisch, ja. Dann hier diese Pen, aber mit Wasseranschluss. Und halt, Strom und Wasser, Dinge da, ne, Pumpe. Und bleibst du immer noch am Bach? Ja, Moment, ja. Ich kenne das halt nicht anders. Jetzt ist nur die Frage, wie stelle ich es jetzt?
clever an. Weil ich würde jetzt doch zum Einschmelzen bringen. Ja. Aber mit dem Geld, was ich denn habe, was hole ich? Hole ich auch einen Rütteltisch? Mach das alles über den Rütteltisch und halt über den mobilen Generator. Ah, da braucht es ja noch die Wasserpumpe, ja. Ja. Die T2-Anlage, ist das diese Anlage mit dem Baggersystem dann später drüben auf dem anderen Stück? Bei mir klingelt gerade das Telefon. Moment. Ah, okay. Wie weit bist du eigentlich schon hier? Hast du alle Claims schon offen, Freddy, oder wie sieht das bei dir aus? Also bist du hier komplett mal, hast du mal alles weggeschürft oder so? Kann man das überhaupt? Ich denke mal schon, ne? Bei mir klingelt das Festnetztelefon. Ja. Ja. Lustig an der Sache ist, das Festnetztelefon ist aus. Hast du Geister? Hallo? Ja. Hallo? Höre Hallo? nichts mehr. Hallo? Ja, hallo, hallo? Jetzt. Ja. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, das Festnetztelefon ist aus und Es hat geklingelt. ja. Ja, keine Ahnung, ich könnte nicht rangehen. Ist Vielleicht aus. ist es direkt ausgegangen, nachdem es Nee, geklingelt ist hat. es die ganze Zeit aus. Okay. Hast du Geister, Ja, wahrscheinlich. Ja, nicht, dass es hier wegen meinem Essen Gedönse ist, dass sie dann sagen, ja, tut mir leid. Nee, ist nicht. ja, Wir du. behalten das Geld und sind Ja. verloren. Ja. Tritschen. Die war nicht da. Ja, das ist das scheiß Telefon, das ist kaputt, ne? Ich habe da jetzt versucht, das da so reinzustecken, dass es vielleicht mal lädt oder so. Nö. Bock drum, das fuck. Magnetitabscheider, ja, das kannst du ja dann später Es klingelt da. schon wieder. Kannst ja später dann irgendwie, na, wie heißt es? So upgraden, dass du, glaube ich, mehr Gold kriegst oder so, ne? So ein kleines Upgrade machen. Kennst das Spiel sehr gut. Kann man denn hier alles wegschürfen? Geht das? Hast du das schon mal geschafft? Wir machen ein ganz gemütliches Let's Play da draus und spielen das auch ganz gemütlich und müssen natürlich auch die ganzen Fehler machen, ne? Das ist ja das Interessante bei so einem Spiel, ne? Geht schon, bringt aber nichts. Hä? Warum soll das nichts bringen? Kann man hier irgendwie die Claims dann später zurücksetzen oder was, dass die immer wieder voll sind? Weil irgendwann ist doch leer, oder nicht? Ja,
jetzt habe ich das Telefon so weit gekriegt, dass es jetzt mal lädt. Okay. Mehr verrate ich, sonst spoilere ich euch. Okay. Das ist dann bestimmt irgendein Hintergrundgedanke. Aber eine Sache kannst du mir mal erklären. Was ist hier mit den Mitarbeitern? Lohnen die sich nicht? Schatz, du hattest einen Mitarbeiter, ne? Der war gar nicht anwesend, ne? Oder wie war das? Wurde dir die Antwort, die Frage schon beantwortet mit T1, T2, T3? Ja. Okay, weil wurde bei mir auch gerade. Aber ich habe das nicht mitgekriegt wegen meinem fucking Telefon. Also. Also T2 wurde erklärt mir, ja. Also das ist das, was du gemacht hast mit dem Bagger. T1 ist dieses hier mit Hand, was wir jetzt hier am Anfang gemacht haben. T2 ist die mobile und T3 ist halt die stationäre. Achso. Dass die jetzt hier das mit meinem Essen absagen. Oh, dann wird. Bin ich, wenn ich. Dumdi-dumdi-dumdi-du. Die lohnen sich, die siehst du aber nicht. Also. Also die Mitarbeiter lohnen sich. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber bekommt man durch die denn auch richtig Geld oder bekommt man da selber nur einen Boost irgendwie? Sagen wir mal, keine Ahnung, du holst jetzt einen hier für diese Rinne oder so oder einen Bagger und du wirst selber nur effektiver oder arbeiten die wirklich, sodass du irgendwie Gold kriegst? Kriegst du das Gold dann irgendwie nach einem Tag oder direkt oder? Spielst du etwa mit dem Gedanken, Angestellte einzustellen? Ja, wenn sich das lohnt, warum nicht, ne? Wäre ja eine feine Sache, wenn sich das lohnt, ne? Ja, guck mal, der eine Mitarbeiter hier, den Eimer bei der mobilen Waschanlage wechseln. Ja, bitte, das kannst du auch selber, weißt du, wie ich meine? Das ist so, da denke ich mir, ey. Dafür soll ich ihn bezahlen? Nee. Sei doch mal so nett, wenn du schon so viel Gold hast. Nee. Würdest du einen dafür bezahlen, nur einen Eimer auszuwechseln? Ja, man braucht einen Wasserträger. Der Eimer steht noch nicht mal 10 cm von der Stelle entfernt, denn halt, weißt du? Ja, man braucht einen Wasserträger. Dafür würdest du jemanden bezahlen, das kann ich doch selber machen. Man braucht immer einen Wasserträger. Wie bei Adam Sandler, den Waterboy. Und was hast du jetzt alles gekauft? Was ist das? Das Telefon klingelt schon wieder? Das ist aber gruselig langsam. Paranormal Activity.
Gleich kommt Django mit dem Bettlaken. Ich glaube, ich rufe da gleich mal selber an, wo ich mein Essen bestellt habe, wa? Ja, mach doch mal. Siehst du nicht, welche Nummer das ist, wenn das da aufblinkt? Nee, weil Telefon ist aus. Und der lädt gerade. Telefon ist aus? Ja, der lädt gerade. Also da hätte ich schon langsam Angst. Warte mal. Erfahr. Ich rufe da mal an. Jo. So, ich bin am Überlegen, was dann mein nächstes Vorhaben ist. So, die mache ich jetzt noch voll hier, die Matten. Und auch wieder leer. Ich mache das mal schnell mit dem Eimer hier. So. Drei Prozent gibt ein Eimer. Gib rein dazu, ich gib rein. Einer geht noch. Einer mit. Noch ein. Jawohl. So, das haben wir auch, das haben wir auch. Zack, zack. Die Arbeiter wechseln Matten, Eimer, kümmern sich um die Rüttler. So, da gibt es für verschiedene Tätigkeiten Arbeiter.
Ah, okay, die machen nur Effektivität, okay. Dachte schon. Dachte schon, die machen mehr. Ich dachte, die bringen mir echt Geld, so, dass da einer hier an der Maschine dann hängt oder an der Pen oder so. Schade eigentlich. Okay. Was, das Ding hat gar kein Benzin mehr? Mal tanken, das Teil. Geht das ja nicht. Oh, hier sieht's aus, ey. So, es wäre ja jetzt eigentlich eine schöne Sache, wenn ich die Eimer, die ich ja jetzt gerade an der Pen gemacht habe, mit den Matten ausgewaschen, die kann ich doch hier in den Rüttler rein, in die Waschdingens reinschmeißen, oder? So, mal gucken. Ob ich lasse das Ding. Oh, habe aber trotzdem schon ein ganzes Stück geschafft, muss ich ja sagen. Hey, bleib hier einmal. So, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt hier weiter oder den Eimer stelle ich mal erstmal darüber. Dann habe ich ja vier fertige Da, wieder Eimer. da. Baby. Tatsächlich, das waren die Pizzaliefermenschen. Ja. Die Klingel ist kaputt. Nee, oder? Ja. Oben die Klingel bei mir funktioniert, aber unten nicht. Oh nein. Ja, ich verklage den Vermieter. Der wäre fast dafür zuständig gewesen, dass ich verhungere. Und jetzt kommen sie noch mal. Ich hab sie. Achso. So. Das heißt aber auch, da ich jetzt esse, mache ich die Cam aus. Weil das will keiner sehen, wenn ich voll geschmiert bin. Da. Donner Scheiße! Jetzt muss ich Pipi, wa? Ja, man muss den Vermieter noch anrufen, ne? Ach ja. Neue Kartons. Davon kannst du ausgehen. Ich rufe den an. Und gib Theater. Mach Theater. So, warte. Ah, clever, die denken mit. So, lass mal gucken. Vor allem, da hat die mich aber am Telefon noch. Was für eine Pizza? Hawaii. Hat die mich am Telefon noch so ein bisschen voll. Ups, Folge? Nö, ne? 110. Ja.